Ja, hallo, hier ist Mabel von Rabenglanz. Ich möchte euch die Urmutter aller Lenormand Orakelkartendecks vorstellen, und zwar das Spiel der Hoffnung. Das war nämlich ursprünglich gar nicht zum Wahrsagen als Orakelkartendeck vorgesehen, sondern eigentlich ein reines Gesellschaftsspiel. Da hat nämlich jetzt ein Herr Alexander Glück, was für ein toller Name, die Genehmigung bekommen, die Originalkarten von 1799 aus dem Britischen Museum London zu veröffentlichen. Und ja, schauen wir das doch mal uns an. Das ist eine schöne, stabile Box, in der das kommt, mit dem berühmt-berüchtigt weißen Heftchen, was es aber in sich hat. Man sollte da mal ein bisschen reingucken. Und die Karten. Aber hier möchte ich erst noch mal ein bisschen daraus vorlesen, dass zum Beispiel ein Johann Caspar Hechtel das 1799 erfunden hat und in Nürnberg herausgegeben worden ist. Und dass es eigentlich den Leuten um gepflegte Unterhaltung ging und keineswegs um Esoterik oder Okkultismus. Und dann gibt es hier die Spielanleitung, wie das Kartenspiel eigentlich als Brettspiel, würden wir heutzutage, benutzt worden ist. Man kann nämlich, dieses Kartendeck hat sogar mehrere Funktionen. Es hat einmal, daher rührt es auch, dass diese Spielkarten immer wieder auch erscheinen. Das ist also der Ursprung eigentlich, dass man nämlich neben dem Spiel der Hoffnung auch ganz normal Karten spielen konnte. Und zwar erscheint hier links die deutsche Version und rechts die französische. Im Deutschen und im Französischen sind die Karten Spielkarten mit den Farben Herz. Dann haben wir Schelle und die Entsprechung Karo, Blatt und Pik und Eichel und Kreuz. Also französisch und die deutsche Version, die Entsprechung dazu. So, und dann könnte man aber auch das so auslegen, die 36 Karten, und es als Spielfeld sozusagen benutzen, dass man mit Spielsteinen und einem Würfel sozusagen von Karte zu Karte hüpfen konnte und jeweils eine Aufgabe zu erfüllen war oder zu erledigen, entsprechend der Symbolik oder der Nummerierung. Und dazu gab es dann halt hier, oder gibt es hier dann die jeweils angesagten Sachen, zum Beispiel, wer in diesem Zauberbuch liest, wird von einem darin enthaltenen Zauberspruch in den Garten Nummer 20 zurückgeführt. Also ein Hin und Her. Oder wer diesen Brief erhält, eine Karte weiter bezahlt, eine Spielmarke Trägerlohn. Und gewonnen hat derjenige, der mit dem Würfel auf die vorletzte Karte kommt, und zwar dem Anker, dem Symbol der Hoffnung. Wer darüber hinaus auf das Kreuz kommt, auf die 36, der muss da halt verharren. Der hat aber nicht gewonnen. Also man kann damit also ein schönes Gesellschaftsspiel spielen, aber auch einfach Karten. Und dann geht es da weiterhin, was sehr interessant ist, dass zum Beispiel, dass nämlich dann erst ein halbes Jahrhundert später tauchen die Motive aus dem Spiel der Hoffnung wieder auf, diesmal im Verlag von August Reif in Koblenz. Inzwischen waren Jahrzehnte vergangen, der Urheber des Spiels der Hoffnung war längst verstorben. In Koblenz waren dann französische Truppen und aus Frankreich kam dann 1843 die Nachricht, dass die berühmte Wahrsagerin Madame Lenormand gestorben war. Man wusste, dass sie mit Karten gelegt hatte, nur war kaum jemandem bekannt, welche Karten sie dafür verwendet hatte. Das ließ sich ändern. In Reifs Verlag erschien einfach ein Nachdruck des Spiels der Hoffnung. Es wurde mit dem werbewirksamen Namen der berühmten Wahrsagerin versehen. Und nun, als das Spiel verkauft, das man laut Angaben der Hinterbliebenen bei ihrem Tode bei ihr gefunden hatte. Man sieht also wirklich,
Ein strategischer Marketing-Schachzug, würde ich sagen. Also, dass man einfach einen Namen kauft und den werbewirksam eine alte Kamelle wieder neu belebt. So kann es laufen. Also, Frau Lenormand, Madame Lenormand hat eigentlich mit diesem Spiel gar nichts zu tun. Das ist ein Marketing-Gag. Dann gucken wir uns das jetzt mal eben an. Die Rückseiten sind wie folgt so gestaltet. Die Seiten möchte ich gerne in so einem Cremeton auch einfärben, damit das alles so ein bisschen antik wirkt. Ich bin mir aber halt noch nicht sicher, ob, weil sie sehr groß sind, die Karten, ein großes Format. Und wenn man das als großes Tableau auslegt, dann ja, muss man das auf dem Boden machen. Also ein Tisch wird da gar nicht ausreichen. Und ich bin am Überlegen, ob ich den Raben, den Rand einfach entferne, um das ein bisschen handlicher zu machen. Aber nun gut, schauen wir uns das einfach jetzt mal eben an. So, dann kommen wir mal eben zu den Karten. Da haben wir als erstes den Reiter, der Klee, das Schiff. Das Haus, der Baum oder hier die Bäume, die Wolke, die Schlange, der Sarg, der Blumenstrauß. Die Sense mit dem Weizenbündel und der Sanduhr. Die Rute. Sieht aus, als wenn da noch Blutflecken drauf wären. Ziemlich brutal. Der Vogel oder eigentlich die Vögel. Das Kind. Der Fuchs hinter dem Hühnervieh her, der Bär, der Stern, der Storch, der gerade einen Frosch fängt, der Hund. Und da behaupte ich jetzt einfach mal, das ist ein schöner Windhund. Ich liebe Windhunde. Dann haben wir den Turm, den Garten oder den Park, der Berg, die Wege. Einer geht hier nach links und einer nach rechts. Und hier steht ein Kreuz. Obwohl ich glaube nicht, dass das von einem Autounfall herrührte. Ziemlich makaber, okay. Dann haben wir hier die Maus. Von der Größe sieht es eher aus wie eine Ratte. Und Mäuse, Mehrzahl wäre, ist momentan also eigentlich ja geläufiger jetzt bei den modernen Decks. Das Herz, der Ring, das Buch, der Brief, der Herr. Die Dame, die Lilien, die Sonne, der Mond, der Schlüssel, die Fische, der Anker. Und zum Schluss das Kreuz. So, ich hoffe, euch hat das gefallen, auch mal so ein bisschen historisch das zu sehen. Ja, das war's.